Hello, Motherfucker! Da bin ich wieder, direkt am Start, am Stissel. Hier, ihr seht, gerade mal 10 Sekunden, 5 Sekunden vergangen. Ja, ich brauche heute wieder Actionaufnahmen, ist also immer noch Samstag, immer noch der 6. Oktober. Ah, ne, seht ihr nicht, ist gerade so außerhalb des Bildschirmpreises. Da ich ja mein Aufnahmefenster zuschneiden muss, wegen 16:9 etc. Ja. Von daher. So. Na komm, schieß doch! So, was hat er? Fuck! Na komm, geh auf. Dankeschön. Ja, weil ihr seht, dass die ganzen Reflection und diese dass halt Licht an der Wand nicht gleichmäßig reflektiert, sondern diese Struktur nachbildet an den Wänden. Und ist halt dieser sogenannten Lightning Map zu verdanken. Lightning Map. Und das Problem ist halt, es ist ein relativ neues Feature. Deswegen für heutige Grafikkarten kein Problem. Aber meine Grafikkarte hat mit sowas halt schon zu schaffen. Und gerade das macht aber dieses Feeling von diesen Dingern aus. Ihr seht das ja. Ja, das sieht aus wie als wenn hier Kanten wären, obwohl das eine glatte Textur ist. Und um das zu ermöglichen, gibt es halt diese sogenannte Lightning Map. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, ist eigentlich relativ einfach. Könnt ihr einfach mal auf Wikipedia nachlesen. Ich könnte es erklären, aber sprengt den Rahmen vom Let's Play. Ich kann übrigens, wenn ihr wollt, kann ich auch ab und zu mal so erklären, wie wir es machen, weil ich bin Hobbyprogrammierer und auch Spiele-Engine-Entwickler, also jetzt relativ kleine Spiele-Engines, also jetzt nicht so was wie GZ-Team, sondern doch ein etwas kleinerer Rahmen, vor allen Dingen so halt für mich im stillen Kämmerlein, also nichts Großes, nichts allzu Großes. Von daher kenne ich mich mit sehr vielen Sachen, gerade was so IT und sowas zu tun hat, aus. Wenn ihr da also Fragen habt, einfach in die Comments schreiben. Dann greife ich das in dem Video auch gerne mal auf. Aber so von mir aus erklären eher ungern, weil ich habe dann immer das Gefühl, das passt dann nicht mehr zum Let's Play. Ja. Die Sorgen eines Programmierers. Das war ultra dumm. Ich meine, dass ich ein etwas höheres Intellekt habe, sollte man schon alleine daran merken, dass ich Linux nutze. Ja. Also, für alle die unter euch, die Windows nutzen, ja, ihr seid dümmer als ich. Kommt damit klar. Oh.
Ich nehme alles zurück. Das war gerade ultra dumm. So. Na komm, ich schieße mal meine Hände her. So, das haben wir. Das war gut. Das war sogar sehr gut. Ich bin schon fast stolz auf mich. Halleluja. So, dann da. Ansonsten weiß ich auch noch nicht, ob ich morgen denn, wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich die erste Episode heute schon durchgeschafft haben, weil die erste Episode von Doom 1 ist halt wirklich nicht schwer. Das ist ein Speedrunner schafft das in 15 Minuten oder sowas, keine Ahnung. Von daher werde ich dann, wenn ich hier weitermache, nach dem hier wahrscheinlich dann mit Doom 2 anfangen. Vielleicht mache ich auch doch schon die Episode 4 von Doom 1. Muss ich mal gucken. Werde ich sehen. Werdet ihr dann merken. So. Speicher? Was jetzt? Ja doch, genau, Speicher. Macht Sinn. Also, so. Ciao. Mit V.